Ja, huhu, hier wieder beim Koali, bei The Secret World. Und ja, wir sind hier in Kingsmith, wo wir aufgehört haben das letzte Mal. Und haben hier so einen riesen komischen Draug erledigt für den Sheriff Andy oder Deputy Andy. Und schauen jetzt mal, was es denn sonst noch so an Quests gibt hier vor allem. Hier wird auch schon gut. Oh, die Zombie-Horde, nicht, dass sie mich jetzt so. Hier drin sollten wir auch rein, ne? Und einen Zwischenplatz. Ich frag mich wirklich, wo Sie alle herkommen. Aber wer es lebend bisher rein schafft, kriegt von mir Amnestie. Also, falls Sie früher mal ein paar Probleme mit der Polizei hatten, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, damit aufzuhören. Abgemacht? Okay. Ich bin Sheriff Bannerman. Und dieser hübsche kleine Notstand ist der letzte Rest meines Reviers. Erst haben wir versucht, möglichst viel von der Stadt zu retten. Mehr aus Nostalgie als wegen eines Verteidigungsplans. Wissen Sie, Kingsmith war nicht gerade ein Stück vom Paradies, aber es war unser. Jetzt nicht mehr. Irgendwas war schon immer unter dieser Stadt. Vielleicht ist das jetzt hochgekommen. Wenn es so ist, könnte ich nicht behaupten, dass wir es nicht verdient haben. Aber der Nebel und die Dinger darin waren nicht wählerisch, als sie kamen. Die meisten hatten keine Chance. Okay, ich sehe, Sie sind bewaffnet, aber das lasse ich jetzt mal durchgehen. Denn das müssen Sie auch sein. Das heißt jetzt aber nicht, dass Sie ein Deputy sind oder so. Wenn das Recht auf Waffentragen je angebracht war, dann jetzt und hier. Henry hat das Wort Gottes, diese Roger ihre Kristallkugel und Norma hat eine 12er Schrotflinte. Ich wette auf Norma. Bereit zum Kampf. Jo. Nochmal KP erhalten. Das ist immer nett. Das ist immer nett. So, jetzt können wir hier auswählen. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Wir gucken uns erstmal hier die. Oh, die cool. Ein Hund. Ich will auch einen Hund. Ja. Vermisste Personen. Wir müssen vermisste Personen finden. Okay. Dann suchen wir die doch mal. Gut, dass sie uns auf der Karte angezeigt werden. Eieiei, was ist denn hier los? Mit dem Licht. Noch einen Hund. Ja? Ich will auch so einen Hundi. So. Ja. Schrotflinte und Sturmgewehr. Auch eine interessante Kombo, von der der Kerl da hat. So. Hier müssen wir anscheinend irgendwie lang. Gucken, ob uns hier irgendwo noch Zombies auflauern. Ist irgendwo ein Durchgang gegen? Da ist eine Ratte. Hier ist auch eine Ratte Zombies. Gut, machen wir erstmal die hier platt. Ja. Den hier mit dem. Heilen wir uns doch direkt mal mit unserem Heilschuss. Und nochmal hier. Kombos. Ah, ich hasse das, wenn ich immer nämlich dem Gegner nicht zugewandt ist, dann verkehrt er sich nicht. Das macht ja auch Sinn irgendwie. Ich fände es cooler, dass wenn man Leute anvisiert hat, sich der Charakter automatisch dahin dreht. Das wäre cooler. So, und wir werfen jetzt mal hier unsere coole Kraft an. Und machen dann hier mal diese Sache hier. Das ist ganz cool, dass wir uns hier mal heilen können. Das macht aber nicht so wenig Schaden. Es funktioniert auf jeden Fall schon mal besser als eben. Muss irgendwo der. Wer ist hier? John Allerton. John Allerton. Da ist er. John Allerton.
Lassen wir ihn leben oder lassen wir ihn nicht leben? Wir schmeißen hier nochmal unseren Bruder jetzt gesehen. Dann haben wir hier noch einen Nahkampf. Das ist ja nicht jetzt doch werden. Wir das werden schon. Lass uns in Ruhe. So. Schon erlauben. Alles klar. Okay. Dann geht's weiter. Mit Joseph Rogers. Joseph Rogers, ich komme. Ah, hier sind Horde Zombies. Wir wollen ein bisschen Erfahrungspunkte mitnehmen. Und. Und jetzt muss man schon wieder einen Heilschuss zurückgreifen. Großen. Es braucht nicht ziemlich lange, bis wir hier unseren Schuss abfeuern. Da hinten ist auch wieder einer. Wie weit wir dran müssen, damit wir den abschießen können. An den Nahkampf. Klauen haben wir ausgepackt. Okay, das war nur ein letztes Aufbäumen vor dem Tod. So, hier können wir wieder. Das ist schon nice, wenn man hier auf die Distanz ein bisschen feuern kann. So, das fängt an den Heilungsschuss an. Und klauen. Ah, okay, war also schon tot. Das ist ganz cool. Der Heilungsschuss erleichtert uns das Leben doch enorm. Haben wir hier unsere super Ressource. Jetzt wieder weiter hier. So, der ist hinten, den machen wir jetzt im Nahkampf. Und auch da können wir gut zum Lang. So. Da ist er, der Joseph. Ich hatte es mal geklappt hier. Ja, noch ist es so, dass sie uns genauso viel Schaden machen, wie wir den wieder abziehen mit unserem coolen, schnellen Schuss. Aber ist gar nicht so verkehrt. So. Wen holen wir uns als nächstes? Hier vorne scheint noch jemand zu sein. Das ist wieder eine Rotte Zombies. Wieder nachkommt. Zack. Ja, läuft. Langsam gewöhne ich mich so ein bisschen dran. Da ist er, der Francis. So. Der nächste, da hinten. Oder die nächste, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ah, das ist außerhalb des Bildschirms. Schneller laufen. Zack, zack, zack. Oh, tat, 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 tat. So, wen haben wir denn hier? Das ist eine Sie, Mary Browser, aber die wird bewacht von ein paar Zombies, deswegen machen wir die jetzt mal platt hier. Ein bisschen mehr Nahkampf. Nicht mit uns. So, Mary Brewsler. Mary Brewsler. So, und hier in Feuerwehrhauptmann Soul. Okay. Es gibt anscheinend, hat diese Zombie-Seuche auch von den Feuerwehrleuten nicht Halt gemacht. Oh, oh, oh. Heldschuss. Und zack, die Krallen ausgepackt. Dann hat er keine Chance mehr. Gegen unsere Wolverine Claws. Da ist schon wieder der nächste.
Zack, komm. Three Claws. Er hat uns ganz schön hier zugesetzt. Wir haben auch geblutet, wie ihr gesehen habt. Muss ich erstmal wieder auffüllen lassen hier. Super Schuss. Ah, damit zieht man Leute an. Das ist ja krass. Ah, Heilschuss. Aber wir machen uns mehr Schaden, als wir wieder wegheilen. Jetzt mal hier ein bisschen die Klauen. Ist schon wieder einer mit Hund. Ist heute Hundetag oder so? Hab ich irgendwas verpasst, dass man Hunde umsonst kriegt im Itemshop oder so? Schieße! Oh, läuft. Da haben wir unser erstes zu verbrauchendes Item gekriegt. Oh, wir haben unser gutes Sturmgewehr noch gar nicht ausgerüstet. Oder? Jetzt haben wir. Nee. Hier, jetzt haben wir ein besseres Sturmgewehr. Kein Wunder, dass wir so wenig Schaden machen. So, und den Anhänger hier. Zack. Den nehmen wir auch mit, weil der gibt uns nämlich Gesundheit und Angriffswert und Crit. Läuft. Sollte uns die Ausrüstung, die man findet, auch anziehen. Ne? Das ist meistens von Vorteil. Und ist noch ein Feuerwehrmann. Den machen wir platt jetzt mit unserem neuen Sturmgewehr. Müssen wir jetzt viel mehr Schaden machen. Und zurück. Und hat daneben geschlagen. Ganz toll. Wir heilen uns jetzt ein bisschen. Schuss, Malerschuss, Schuss zurückweichen. Ah, Nahkampf. Und Schuss. Nochmal die Klauen hinterher. Und dann war es das für ihn. Okay. Und. Klaue. Was haben wir denn da gefunden? Ambrosia für Schrotflinten. Ja, wo wir so viel Schrotflinten benutzen. Ja. Aber es scheint, niemand von denen scheint der Feuerwehrmann gewesen zu sein, den wir suchen. Puh. Der steht auf. Ah! Nahkampf! Tötet ihn. So. So ein Scheiß. Müssen wir direkt mal unseren Feldschuss anwerfen. Dann hier nochmal im Nahkampf. Ein bisschen Fäuste ins Gesicht smashen. So. Haben wieder KP erhalten. Sehr gut. Die können wir mal gut gebrauchen. Da hinten ist auch wieder ein Feuerwehrmann. Und wenn wir Heilung brauchen, schießen wir erstmal mit dem Feldschuss auf ihn. Machen wir erstmal hier schön und den Rest wie immer mit den Fäusten. Gute Kombo aus Fern- und Nahkampf. Oh, gefällt mir. Gefällt mir. So, der nächste. Hier nicht so viel Platz zu ausweichen. Heilschuss noch hinterher. Ja, die fallen ziemlich gut gegen uns. Und da kommen vor allem auch viel Platz. Nachladen. Zack. Nächste kriegt wieder direkt einen Heilschuss mehr von Past hier. Und wird uns wieder schön auf.
gut aufheilen können. Strafftreffer. Jetzt zack, die große Salve hinterher. Lied läuft. Ah! Ah, da bist du getroffen, verdammt. Hab ich mich aufgepasst. Hier ist auch alles verseucht mit Feuerwehrleuten. Wieder ein Satz, den ich nie gedacht hätte, dass ich ihn mal sage. Und dann mit der ganzen Nahkampfwaffe. Spaß und auch die Sonne. Blauen aus. Da hinten ist unser Feuerwehrmann. Okay. Aber wir müssen zuerst den hier platt machen. So, ein Stück daneben erstmal. Erstmal noch die Seite. Hauen hinterher. Zack. Ich sehe euch schon vom Bildschirm lachen, wenn ihr das Spiel also besser spielt, wenn ich hier immer mit den Mauszeigern hier rumklicke, was ich eigentlich mit den Tasten machen könnte, aber ich bin, was das angeht, echt. Legastheniker. So, die große Salve. Schön ausgewichen. Ist der Clown hier. Und schon war es das mit ihm. Muss noch das wissen. Feuer von 1712. Hier, könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Zack. Ich hoffe, ich denke da auch immer dran und klicke das nicht sofort weg, weil es ist schon so, dass man immer weiter spielen will eigentlich auch. Boah, das ist jetzt tricky hier. Den machen wir im Nahkampfblatt. Okay. Ich komme dann nicht gut zurück, weil ich immer da hinten dann schon wieder zur Zombie-Feuerwehr. Spiel ist aber auch fies. Zombie-Feuerwehrmänner. Ein bisschen fehlen. Wenn da mal jemand uns hilft. Der ist schon ein bisschen fortgeschrittener, oder die? Einen coolen Säbel mit. So, wir haben eine Armschiene gefunden. Boah, mit Gesundheit. Cool, cool. Mal ausgerüstet. Und dann machen wir uns mal auf zum nächsten. Hier, das ist übrigens dieses Nähren. Oh, der heilt uns. Dankeschön. Sehr gut. So muss das doch sein. Wie nette Spieler, die hier durch die Gegend laufen. Das Problem ist, es ist irgendwie eine Attacke, die aber nicht Schaden macht, sondern nur heilt. Und ich weiß nicht, ob das für uns im Solo-Spiel jetzt hier so interessant ist, weil man kann sich dann zwischen den Kämpfen heilen. Aber sonst macht das nicht viel Sinn. So, so. Hier ist jemand mit einem Schwert unterwegs. Und hier ist unsere gesuchte Person, Christopher Martin. Und hatten Sie je das Gefühl, nicht voranzukommen? Mussten Sie ganz unten anfangen und dürften dann als erstes noch unten gehen? Ich wette, die Büropartys beginnen alle um 5 und sind um 7 zu Ende. Naja, es gibt nicht nur Arschlöcher. Wir haben sie beobachtet und uns gefällt, was wir sehen. Schon mal in New York gewesen? Das ist keine Einladung, es ist nie passiert. Denken Sie nur mal darüber nach. Okay. Und hier ist anscheinend der Pfarrer. Und hier stehen sie schon Schlange für die Quest. Ich denke mal, dann gehen wir hier auch nicht hin, weil sonst laufen die Leute da mal vor uns rum und nehmen uns irgendwie die Quest an. Und da müssen wir uns irgendwie anstellen, um eine Quest machen zu dürfen. Das finde ich halt doof, ne? Ah, hier, guck mal. Thank you.
Fäusten ein bisschen um uns schlagen. Ein bisschen Heilschuss. Ah, okay, da war ich schon tot. Ein Zombie. Naja, gut. Wir sind halt Badass. So. Hier rechts ist irgendwo eine Queste. Heilschuss. Salve. Heilschuss. Zack. Und die hatten nur ein bisschen Geld bei sich. Puh. Unvollständiger Bericht. Okay, hier müssen wir Krankenberichte finden. Einer soll hier ganz in der Nähe sein. Da. Hammer. Hier unten. Oh, immer auf der großen Karte. Können wir da schnell hin? Ja, können wir relativ schnell hin. Laufen wir da doch mal hin. Boah, die haben so Wölfe bei sich, ja echt. So Wolfshunde oder sowas. Cool, cool. Cool, cool. Ich glaube, ich gucke gleich auch mal im Itemshop, was es da so gibt. Ob ich da irgendwas mehr leisten kann, weil man kriegt ja. Also ich habe hier 1200 Freebie Points bekommen, als ich das Spiel gekauft habe. Wenn wir dafür irgendwas kaufen können, zeige ich euch dann in der nächsten Folge. So, und dann haben wir hier schon wieder ein Krankenhausblatt. Und vor allen Dingen haben wir hier eine Quelle gefunden. Das ist hier so ein Wiederbelebungspoint. Nice, nice. Und da hinten haben wir dann eine Gruppe Zombies, die machen wir platt. Ich muss mir echt angewöhnen, mich zu den Leuten hinzudrehen, die wir attackieren wollen. So. Und. Zack. So. Das Blöde ist, dass ich für die Heilung halt immer noch einen Zombie brauche. Ich denke mal, das ist die nächste. Müssen wir hier an die Kirche sprinten. Ciao, 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 ciao. Und da haben wir wieder ein paar Zombies, die wir anlocken können. Drei Salven braucht es immer. Oder zwei Schläge, drei Schläge mit den Krallen. Halbschläge oder sowas. So, hier muss irgendwo. Da ist doch einer. Genau. I knew it. Krankenhausbericht. So. Hier ist wieder eine Gruppe Zombies. Große Säge. Ein bisschen Faust-Action hinterher, kennt er ja inzwischen. Ah, das gefällt mir ein bisschen. Also der Style macht Spaß. Mit dem Fäusten und dem Gewehr. So. Lässt wohl das Motorrad in Ruhe. Jetzt direkt weiter. Wir können ja schön aus der Ferne angreifen, das macht mir echt das Leben ein bisschen leichter. Weil bis die hier sind, ist mindestens einmal schon weg. Zack, zack. Wir haben auch schon wieder 3 KP eingesammelt. Kriegen wir schon wieder einen Skill für bestimmt. Gucken wir uns gleich mal an, wenn wir hier die nächsten Krankenakten alle haben. Da ist schon wieder.
einsammeln. Da hinten wird auch gekämpft. Oh, wir haben eine Pistole gefunden. Können wir jetzt hier nicht so sonderlich viel mit anfangen, aber die Pistole ist gar nicht so schlecht, wenn wir Pistolen haben, was skillen würden. Für einen Anfänger wäre die nicht gut. Nicht schlecht. Aber wir nutzen keine Pistolen. Wir nutzen dann das Sturmgewehr. Das ist auch ziemlich krass. Diese Krallen. Sowieso. So. Der schlägt sich hier hinten mit dem komischen Vieh. Der war ein bisschen. So. Hier waren wir da eben auch schon mal. Hier muss irgendwo ein. Da ist doch was. Bericht, Seite 6. Zack. Haben wir das auch. Und dann noch den letzten. Hier kommen wir nicht raus. Bunny Hopping. Und diese Zombie-Horde hier haben wir schon 20.000 Mal platt gemacht. Gefühlt zumindest. Zack. Kritischer Treffer. Ich mache ordentlich Schaden mit dem Sturmgewehr, das gefällt mir. So. Natürlich verstreut man Krankenhausberichte auf dem Spielplatz, in einem öffentlichen Park, wo auch sonst. Ne? Macht voll Sinn. So, haben wir das auch? Wir müssten die Krankenhausberichte lesen. Aber hier erstmal gucken wir hier die Leiche der Reinigungskraft. Eine Putzfrau liegt am Rand eines kinderlosen Parks. Oh. Handy der Reinigungskraft benutzen. Zack. Sie übertreiben total, was diese Wunden angeht. Kriechen Sie einfach mal rüber zur Kirche und schicken Sie mir die Hearthstone-Überwachung. Ist doch nur ein Katzensprung. Die Steuerung befindet sich unter dem Stein vor der Kirche. Der Code ist für die Tastatur. Ist das erste Lied, das er am Sonntag in der Kirche singen wollte. Verdammt, ich soll das Ganze in 5 Minuten weiterleiten. Sie wissen, was das bedeutet. Hm, was auch immer das bedeutet, aber es ist in der Kirche und die Kirche ist auf dem Weg. Für uns. Hier sind Zombies. Wir müssen dann Umweg laufen. Das könnte sogar sein, dass wir deswegen. Nett. Und die Horde hier machen wir auch platt. Es gibt ja alles Punkte. Dringend perfekt. Und ein bisschen Faust-Action. So. Nett. Wir brauchen Punkte, um schnell aufzusteigen im Level. Die lassen wir mal. Hier vor der Kirche ist es nämlich am liebsten wirklich eine Quest, wo man Zombies in die Kirche locken muss. Und das ist mal scheiße, wenn irgendwelche Leute außen die Zombies alle köten. So, versteckte Tastatur. Ein Code. Das war das erste Lied, was in der Kirche gesungen werden muss, ne? Okay. Wo ist die Anschlagtafel für Lieder? Da. 5, 7, 6. Okay. Nur 3 Lieder werden gesungen. Das ist schon mal unrealistisch. Das ist kein evangelischer guter Gottesdienst. Da werden mehr Lieder gesungen als 3. So. 7, 5, 6? 5, 7, 6. Oh, mein Gedächtnis, Leute. Zack. XP. Jawohl. Da können wir jetzt wieder ein bisschen. Nicht nach vorne gehen. Schuss. Zack.
Okay. Dann wollen wir uns doch mal den Krankenhausbericht angucken. Yay! Krankenhausbericht. Unvollständiger Bericht. Na, wir haben ja jetzt vervollständigt. Okay, Sitzung 1. Erstes Gespräch mit Joe Slater hat groß geschrieben, okay. Vermutlich schon immer unter leichter Hypomanie gelitten. Das Ergebnis mit der Lady Margaret. Ereignis mit der Lady Margaret hat die Krankheit nur zum Ausbruch gebracht, okay. Hypnose verlief erfolglos. Joe will sich nicht daran erinnern, was ihm da draußen widerfahren ist. Er sprach plötzlich in fremden Sprachen. Besser gesagt, in einer habe die Jungs in Harvard angerufen. Habe die Jungs in Harvard angerufen. Sie sagen, es ist altisländisch. Wo zum Teufel schnappt er in so einer kleinen Städte das auf? Seine Paranoia-Anfälle werden zunehmend gewalttätiger, aber nicht gegen andere, sondern nur gegen sich selbst. Er ist überzeugt, dass ihn jemand verfolgt. Er ist überzeugt, dass er sich verändert. Okay. Er hat in der letzten Nacht sich selbst verletzt. Er hat sich Arme und Brust aufgeschnitten. Er hat behauptet, er wolle sich die neue Haut herausschneiden. Ich beobachte eine ernste körperliche Reaktion auf seine Selbstverletzungen. Ich bin mit meinem Latein am Ende, kann ihm nur noch Beruhigungsmittel geben. Er braucht sichere Pflege. Okay, also es scheint hier irgendwas mit der Lady Margaret, was auch immer das ist, passiert zu sein. So, Bericht sein. Zack. So. Dann gucken wir doch jetzt mal, was wir hier noch an KP haben. Wir haben 4 Kraftpunkte und können uns jetzt dann hier, das haben wir schon, konkurrenzlos beeinträchtigt auslösen. Aber das haben wir ja nicht. Wir haben nichts, was beeinträchtigt auslöst. Was haben wir hier? 3 Punkte für Ersatzmagazin. Sichern und laden. Baut 2 zusätzliche Sturmgewehrressourcen auf. Na? Bin ich jetzt auch nicht so begeistert von. Wir könnten Nähren kaufen. Wir kaufen uns das Nähern einfach mal. Schaden tut es ja nicht. Und dann hier das Dauer von Nähren erhöhen. Dann haben wir noch für 2 Punkte. Gewährt allen Gruppenmitgliedern positiven Effekte. Die Chance auf Streiftreffer. Das ist ganz gut, weil wir haben relativ viele Streiftreffer, wenn ich das eben so gesehen habe. Müssen wir das aber auch ausrüsten. Was tun wir denn dafür raus? Ich glaube, den hier machen wir fast nie. Das heißt, wir können den rausnehmen. Also, beziehungsweise ich check das nie genau, wann ich den einsetzen muss und wann nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Ding, was Ressourcen auf, und das nehmen wir auch selten. Wir haben jetzt keinen Verbraucher für das Sturmgewehr. Dann brauchen wir das eigentlich auch nicht, weil wir. Ne, wir nehmen das raus und lassen das andere nochmal drin. Ist feuerfrei. Okay. So, weniger Streiftreffer. Ist okay. Läuft. So. Und Fähigkeitenpunkte haben wir auch welche. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Mal gucken, was können wir denn hier? Heilung. Das bringt die nächste. Die Sturmgewehr-Absaugeffekte sind 2,85% stärker und haben 10%, halten 10% länger an. Ist auch nicht schlecht. Und bei Faust. Ihre Faustheilungskräfte führen dazu, dass das Ziel von allen Quellen zusätzlich Heilung erhält. Ist auch nicht schlecht. Oder wir kaufen uns hier unten eine Fähigkeit. Zum Beispiel Kopftalisman, was kriegt man da? Magischen Schutz. Oder hier körperlichen Schutz.
Oder wir sparen. Wir sparen den Punkt und gucken mal, was wir da so brauchen. Das ist eigentlich nie schlecht, das zu sparen, bis man es dann richtig braucht. So, und dann war es das auch mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in The Secret World. Bis dann. Have fun, euer Quali. Tschüss. Yeah.